und herzlich willkommen. Heute möchte ich dir etwas zum Modus des Indikativs von Verben erklären. Verben sind Wörter, die Vorgänge, Handlungen oder Zustände beschreiben, also Wörter wie essen, laufen oder schlafen. Verben gibt es in drei verschiedenen Modi. Einmal im Indikativ, das ist die Wirklichkeitsform, einmal im Konjunktiv, das ist die Möglichkeitsform und einmal im Imperativ, das ist die Befehlsform. Hier wollen wir uns jetzt den Indikativ anschauen, also die Wirklichkeitsform. Der Indikativ ist die Normalform. In ihr beschreiben wir Sachen, die Wirklichkeit sind. Also Zustände oder Begebenheiten, die so sind, so sein werden oder so gewesen sind. Den Indikativ können wir in vier verschiedene Kategorien unterteilen. Einmal in die Wirklichkeit, also in den wirklichen Zustand. Beispielsweise, mein Glas ist leer. Es kann aber auch ein ausgedachter Zustand sein. Beispielsweise, im Wald steht ein Einhorn. Das ist zwar nicht die Wirklichkeit, aber trotzdem steht dieser Satz im Indikativ. Ein möglicher Zustand, wenn ich meinen Teller leer esse, scheint morgen die Sonne. Auch das steht im Indikativ. Oder auch Allgemeines, wie beispielsweise, der Hund hat Fell oder ein Hund hat Fell. Das sind die vier verschiedenen Kategorien des Indikativs. Weitere Beispiele und auch Regeln findest du im Text. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen.